Ich bin Historiker und habe Oktogon infiltriert. Ich werde euch allen in diesem Film vermitteln, wer genau der Feind Deutschlands ist, was sein Name ist und von wo aus er genau regiert. Also würde ich sowohl links- als politisch rechtsorientierten empfehlen, diesen Film bis zu Ende anzuschauen, weil ich werde hier euer gemeinsamen Feind aufdecken. Mein erster Film, Die Pharaonenshow, machte ich vor 10 Jahren, in 2007, und veröffentlichte den 3 Jahre später in 2010. Das hier ist die deutsche Version meines französischen Filmes La Bête Suisse, Base du Diable, den schon von Hunderttausenden angeschaut worden ist. Mein Name ist Sean Ross aus Südafrika. Und ich möchte Anzeige erstatten beim deutschen und österreichischen Staatsanwalt gegen den Schweizer Staat wegen der Finanzierung und Organisation des Zweiten Weltkrieges für die Verantwortung des Völkermordes an den Juden, den Zigeunern, den Deutschen und den Russen und befohlen worden durch den Geheimbund des Oktogons. Eine Anzeige wegen versteckter und getarnter Antisemitismus des Schweizer Staates, Anzeige wegen der Finanzierung des terroristischen Anschlags von Berlin, den 19. Dezember 2016, im Auftrag des Schweizer Bankes Altaqua. Anzeige gegen den Schweizer Staat wegen der Finanzierung und Organisation des Terrorismus in Deutschland durch die RAF und Baader-Meinhof, auch mit Drahtzieher hinter den Kulissen aus dem Schweizer Oktogon und ihr Schläferagent Erich Honecker aus der saarländischen Schweiz. Und ich möchte in einem Schutzprogramm der Bundesrepublik Deutschland oder Republik Österreich aufgenommen werden, weil mein Leben und diese meiner Familie und unsere 3 Kinder in ernster Gefahr ist wegen Morddrohungen der Schweizer Nazis, die auch bei der Polizei sind, die auch schon Adolf Hitler durch den Schweizer General Ulrich Wille und Oktogons Mitglied finanziert haben und den Islamofaschismus danach durch die grauen Eminenzen des Schweizer Oktogons François Genoux und Ahmed Huber al-Swisri. Es ist eine lange Geschichte und ich bräuchte einen Platz, um euch alles im Detail mit Namen und Daten aufzuschreiben. Das, was ich schon auf Englisch in meinen beiden YouTube-Kanälen Güre und Hatzefratz vermittelt habe. Und wofür die Schweizer Nazis mich am 16. Juli 2015 entführt haben. Gegen ein Lösegeld von 20.000 Schweizer Franken wegen meiner YouTube-Videos, worin ich versucht habe, Deutschland zu warnen vor kommenden Terrorattacken und worin die Schweizer erfolgreich waren, mich das Schweigen aufzulegen. Während welcher Zeit ich schwer gefoltert wurde durch CodO2T Sauerstoffentzug in verschiedenen Schweizer Folterzentren für politische Gefangene. Ich bräuchte eure Hilfe, diese Anzeigen im Schengen-Raum Deutschland und Österreich gegen den Schweizer Staat zustande zu bringen. Ihr könnt mich auf meinem E-Mail in der Beschreibung kontaktieren. Und jetzt die Geschichte. Ich war vor Jahren als Schweizer Industrieller die Zukunft Deutschlands und Österreichs besprochen haben, als Oktogon der Nazi-Templer und Sieger des Zweiten Weltkrieges beschlossen haben, terroristische Anschläge unter falscher Flagge in Paris, London und Berlin auszuführen. Wo Paris immer noch Per Isis genannt wird von seinen Mitgliedern, was das Haus der Isis heißt, wie aus einem königlichen Haus der Witwe. Und verschiedene Male habe ich versucht, die deutschen Behörden zu warnen vor dem Schweizer Gefahr, durch Briefe, mit E-Mails, durch Videos und 3 Anzeige vor 3 verschiedenen französischen Gerichten. Am 11. Februar 2014 in Boulogne-sur-Mer, 24. März 2014 in Mende
und 25. April 2016 in Saint-Étienne. Jetzt sind wir schon in 2017 und 3 Jahre vergangen und noch immer keine Antwort, kein Anruf, kein Mail, kein Brief, absolut nichts. Und mit meinen Informationen hätten die Tragödien von Paris, Nizza und Berlin vermieden werden können und die Schweizer des Oktogons verhaftet werden können. Weil ich wusste, dass sie am Freitag der 13. in Paris zuschlagen würden, weil genau an diesem Tag, des Freitag 13. Oktober 1307, der Franzosenkönig Philipp den Schönen alle Templer in Frankreich verhaften ließ. Und genau darum hassen die Schweizer und ihre Oktogon-Nazi-Templer bis heute noch Frankreich und die Franzosen. Aber nur 16 Jahre vorher hatten die Templer schon die Schweiz gegründet, am 1. August 1291, weil sie schon die Probleme auf sich kommen sahen. Also ist den Tag des 1. August, an dem die Templer die Schweiz gegründet haben, der Nationalfeiertag der Schweiz, worauf alle frei haben, alle Läden zu und Feuerwerk im Templerstil abgeschossen wird. Das letzte Jahr der Kreuzzüge war also in 1291 und der letzte Bastion der Templer, genannt Akkon, fiel am 18. Mai 1291 und nur 2,5 Monate später, und bloß die Zeit, um zurückzukommen, gründeten die Templer ihr Sion in den Alpen, die Schweiz. Am 1. August 1291. Die Ruinen vom Akkon liegen jetzt in Nordisrael. Und wenn man die Schweizer Fahne anschaut, dann kann man feststellen, dass es die gleiche Farben hat wie ein Templerkreuz, rot und weiß. Und ein vereinfachtes Templerkreuz auf der einzigen Flagge in der Welt, die nicht in der Länge geht, aber ein Quadrant ist mit rundum gleich langen Seiten. Und das Umgekehrte eines Schweizer Kreuzes, also ein weißes Kreuz auf einem roten Untergrund, ist ein rotes Kreuz auf einem weißen Untergrund. Und das kommt von den Hospitallers oder auf Deutsch eher bekannt unter dem Namen Johanniterorden. Die Vorgänger der Templer, woraus das schweizerische Rote Kreuz gekommen ist. Das Rote Kreuz soll dich sogenannt heilen. Und wenn man die Farben umdreht, schlagen sie dich auf den Kopf. Und auf dem Schweizer Messer gibt es dann auch ein wirkliches Templerwappen darauf. Und wieso denn eigentlich die zwei Farben Rot und Weiß auf der Schweizer Templerfahne? Was ist die Bedeutung? Die Pharaonen Ägyptens hatten zwei Königreiche, im Süden Oberägypten oder die Berhet, im demotischen der geschriebene Pharaonensprache, was das weiße Haus bedeutet, und mit einer weißen Krone. Und für den Niederägypten im Norden die Per-Tasser, oder das rote Haus, mit einer roten Krone. Ja genau, es ist eben darum, dass der amerikanische Präsident in Washington D.C. seinen Amtssitz in dem Weißen Haus hat, mit einem riesen pharaonischen Obelisken, das Symbol der pharaonischen Domination, im Hintergarten nebendran. Wo das Weiße Pharaonenhaus die Ketzer-Pharaonen der Neue Weltordnung waren und das Rote Pharaonenhaus die eigentliche alte Weltordnung der pharaonischen Primogenitura. Achten Sie darauf, dass das demotische Per für Haus auch in Per Isis für Paris gebraucht worden ist, für das Haus der Isis, was nicht ein Haus zum Wohnen, aber ein Fürstenhaus oder königliche Blutlinie ist, genauso wie die pharaonische Per A, wo die Etymologie des Wortes Pharao herstammt und das große Haus bedeutet, was eben nicht die Pyramide mit gemeint sei, so wie die Mainstream-Historiker meinen, aber das große weltweite adlige Haus und globales Netz der Pharaonenblutlinie. Und weil das eigentliche Ziel der Kreuzzüge die Pyramiden Ägyptens waren, wo die Templer ihren Schatz der Templer vorfanden,
kamen sie am Ende die zwei Farben Rot und Weiß, das Vereinigte Königreich der Pharaonen, an ihren Basis die Schweiz. Weil diese zwei Königreiche Rot und Weiß waren, im dauernden Krieg miteinander, und an einem gewissen Moment beschlossen sie, Frieden zu schließen, um gemeinsam die Welt zu erobern, und gründeten in diesem Zweck das Vereinigte Pharaonenkönigreich mit den zwei Kronen, Rot und Weiß, zusammengetragen. Genau darum hatten die deutsche Armeen früher weiße Uniformen, Engländer rot und Franzosen blau, die traditionelle königliche Pharaonenfarben. Und weil die Templer von den Pharaonen abstammen, was ich später weiter erklären werde, in Europa angekommen, sagten sie, das hier wird unsere neutrale Basis sein, was niemals in Kriegen verwickelt wird, damit wir all unsere Wertsachen und all unser Gold, Geld und Dokumente sicher halten können, wo alle NGOs und Instrumente der Weltherrschaft des neuen Pharaonensystems sein werden, wie das Rote Kreuz, die Vereinten Nationen, die World Trade Organization, die Olympische Spiele, das OMS für die Ärzte und sogar die FIFA und UEFA für das Fußball, die Internationale Eishockey Federation und so weiter. Wirklich alles ist da. Die neutrale Schweiz nicht für das Volk, nicht neutral für uns, aber für unseren pharaonischen Meister, adlige Herren, die immer ihre Friedensgespräche zwischen kriegsführenden Ländern und als Präsident getarnten Feudalherren in Genf führen, da wo jetzt diesen schrecklichen CERN steht. Aber es gab noch eine dritte Pharaonenkrone, die blaue Kriegskrone. Und es ist eben darum, dass alle für den Pharaonenadel kriegsführende Nationen und Kolonialstaaten diese drei Farben haben. Blau, Weiß, Rot, wie Frankreich, England, die Niederlande, die USA und Russland. Rot und Weiß, das Vereinigte Königreich der Pharaonen, die eigentliche Farben der Flaggen Englands und Frankreichs, und Blau für den Krieg, wohl weil die Adligen blaues Blut haben, sowie die Blauhelmen der Vereinigten Nationen des Pharaos. Für den Krieg Parabellum sowie die blaue Krone Pharaos mit danach eben die Genfer Friedensgespräche im rot-weißen Neutralreich des Pharaos. Und die Templer eben waren keine Mönche, die die christlichen Werte gegen diesen oh so schrecklichen Mohammedanern geschützt haben in und rund um Jerusalem. Aber die Templer waren allesamt Adlige, aber weil diese Pharaonenadlige ebenso ein Gesetz unter sich haben, dass nur der erstgeborene Sohn oder die Primogenitura das Alleinrecht auf alles hat, das Schloss, die Macht, das Land und das Erstrecht auf allen Frauen der Gegend, den sogenannten Ius Primae Noctis. Und für den zweiten, dritten, vierten Söhne gab es nichts. Absolut nichts. Darum gab es Dauerstreit um die Nachfolge. Verschwörungen, Vergiftigungen oder ein Dolch im Rücken am Hof, im Schloss. Es gab aber eine gängige Tradition für diesen Söhne, Refugium oder Schutz in einem Kloster, Zufluchtsort zu suchen. Und diese Adligen da, die waren so arm wie die Schiffsratten und mussten sich darum ein Pferd teilen. Und da kommt das her. Irgendwann gab es da so viele adlige Nachfahren in den Klostern, ohne Macht, ohne Geld, noch Schloss, in den Klostern und Tempel Gottes, dass sie sich sagen, wir sind auch Adlige und wir wollen unser eigenes Königreich. Aber für ein Königreich braucht man Geld und um sich ein militärisches Gewicht zu geben, durch diesen dummen Europäer sagten sie, dass da drüben in Jerusalem einen gewissen Jesus lebt mit seiner Großmutter und man muss ihn unbedingt retten von den Sarrazinern, weil sonst Gott
alle mit dem Fegefeuer vertilgen wird und das würde das Ende der Welt bedeuten. Genauso wie 1000 Jahre später der Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen haben sollte, die die ganze Welt bedrohten. Alles gelogen, gleiche Taktik. Jerusalem war nur die Durchgangsstraßen zum richtigen Ziel und die Tempel haben ja nicht ihren Namen von Salomons Tempel in Jerusalem, ein Symbol der Juden, die noch immer tagtäglich ihren Köpfe gegen die Mauer Salomons Tempel rammen, um den adligen Herrscher zu ehren, während die Kreuzfahrer unter Templerführung und gleiche Pharaonenblutlinie wie den Judenkönig Salomon in 1099 auf dem französischen Nationalfeiertag, der 14. Juli, ein schreckliches Massaker anrichteten an Juden und Muslimen. Gleich wie die Schweizer Nazi-Templer das gleiche während der Nazi-Zeit wiederholt haben. Das wahre Ziel der Kreuzzüge war Ägypten und die Schätze ihrer Vorfahren in den Pyramiden. Was den berüchtigten Templerschatz geworden ist, den sie in ihr Imperium in den Alpen mitgenommen haben, in 1291, womit sie die Schweizer Banken gegründet haben und tatsächlich lehrt uns die Geschichte, dass die Templer im Mittelalter die Banker Europas waren, die unter anderem den Scheck erfunden haben. Und es ist genau deshalb, dass später die Schweizer Banken mit den Nazis kollaboriert haben. Tatsächlich haben sich die Kreuzzüge im Soldatenreich Ägypten entschieden, wo Saladin oder Salahaddin Kalif war, also König von Ägypten sozusagen. Und darum gewährte Saladin aus der Pharaonenblutlinie die Kreuzfahrer freien Ausgang bei der Rückeroberung Jerusalems, wo Zeitzeugen belegen, wie die Priester voll beladen mit vielen Esel ungeschoren davonkam. Naja, das war der Templerschatz und die Priester eben die Templer. Und nicht, weil Saladin so edel gewesen sein sollte, aber eher, weil er ein Eingeweihter war. In der weltweiten adligen Verschwörung ließ er sie eben laufen. Jerusalem war nur Durchgangsstraße des Templerschatzes, mehr nicht. Und der Tempel der Templer war nicht Salomons Tempel in Jerusalem, aber einfach ein Kloster und Tempel Gottes. Der Templerschatz, die Templer und die Adligen kamen wohlbehalten in Europa, während das Kreuzfahrer-Fußvolk, fränkische, englische und deutsche Krieger verraten wurden und umkamen im Wüstensand. Und daheim in Europa in der gleichen Zeit standen die Frauen alleine da ohne Schutz, weil die Männer eben nicht mehr zurückkamen. Dann schrieben zwei Schweizer Inquisitoren, genannt Inquisitores Heinrich Kramer aus Mühlhausen, was damals noch zu der Schweiz gehörte, und Inquisitores Jakobus Sprenger aus Basel. Ein Buch mit Namen die Malleus Maleficarum oder den Hexenhammer. Um die restierende gute Frauen Europas auf den Scheiterhaufen zu bringen, schutzlos den Schweizer Söldnern überliefert, die dann später die Schweizer Garde des Vatikans wurden. Und warum es am schlimmsten war, nahe der Schweizer Grenze, in Süddeutschland wie Bamberg, Würzburg oder Nürnberg. Alles nach Plan und perfekt ausgeführt wie eine Schweizer Uhr. Und als die Templer Pharaon ursprünglich in die Schweiz kamen, nannten sie es Suis, Suisse, für Sœur d'Isis, die Schwester der Isis, weil eben Französisch traditionell immer die adlige Sprache per excellence war und immer noch ist. Darum wurde Französisch später eben die Diplomatensprache mit Hauptsitz Genf natürlich. Die Pharaonen Ägypten sind nie verschwunden und ihre aktuelle Basis ist die Schweiz. Schön zentral am Wasserhahn und am Geldhahn und wo man vier verschiedene Sprachen redet, um besser in alle Windrichtungen Europas ihr Unwesen zu treiben.
In der Bibel steht geschrieben, dass der Pharaone und sein Herr ins Meer verschwunden sind. Aber natürlich hat sich das Meer nicht einfach so aufgemacht und sie alle verschluckt wie ein Raubtier. Es ist symbolisch und eine Metapher und bedeutet, dass sie ins Meer der Völker verschwanden und unter uns sind, so vermischt, dass wir sie nicht mal mehr erkennen können. Und als die Pharaonen nach Europa kamen, haben sie überall Schlösser gebaut, um Europa zu erobern. Und sie sind der Adel geworden mit ihr blaues Blut und blau für den Krieg. Weil wegen denen haben wir dauernd Kriege, die menschliche Geschichte hindurch. Wachet auf und sieht Pharao mit seinem blaues Aristokratenblut auf die Menschheit einschlagen. Übrigens, vor dem Jahrtausend sind kaum irgendwelche Schlösser gebaut worden in Europa. Wo sind sie dann plötzlich alle hingegangen? Und vor 100 Jahren war es noch offensichtlich, dass alles dem Adel gehörte. Das Land, die Macht und sogar unsere Frauen durch das Erstrecht oder Jus prima noctis, wo die junge Braut ihre erste Heiratsnacht bei dem Schlossherr in seinem Bett im Schloss verbringen musste. Und es ist eben darum, dass mehr als 50% der Schweizer das Pharaonengen in sich haben, was die DNA-Analyse vor einigen Jahren entschlüsselt hat. Also bedeutet das, dass der Adel von den Pharaonen abstammt. Der Grund, dass sie kaum mit uns reden und sich nur unter sich vermählen. Oder meint ihr etwa, dass die alle einfach so verschwunden sind und alle Macht einfach so dagelassen haben? Weil es zu viele Aufstände gab, vor allem in Russland und Frankreich, hat der Adel sich entschieden, insgeheim durch Freimaurerlogen zu regieren. Und alle Politiker sind Freimaurer und Aristokraten. Es ist dann auch darum, dass Freimaurer all diesen Kultobjekten ihre Vorfahren zeigen, wie Obelisken, Pyramiden, das allsehende Auge, Horus, Isis und so weiter. Und faktisch, weil es immer mehr königliche Pharaonen-Nachfahren in Europa gab, die alle König werden wollten, gab es Kriege zwischen Könige, Schlösser und Königsgeschlechter. Früher gab es Könige, die alle und ihr Nachgeschlecht danach für immer König bleiben wollten, ihre Kinder und Enkelkinder. Es gab immer mehr Sar, Sir, Sire und Pharaonen, die alle König sein wollten. Und dadurch gab es Kriege, worin nur die gewöhnlichen Völker ihr Leben ließen. Irgendwann sagten sie, dass es so nicht länger ginge und dass so alles kaputt ginge. Es sollte ein anderes System ran, ein System, wo jeder für 4 Jahre König sein könnte. Und so entstand die Demokratie oder eher die Demokratur. Aber wen lassen wir denn wählen? Weil keiner von uns ist parteilos. Naja, dann lassen wir doch in einer Art von Zirkus das Volk oder Demos wählen. Das Volk wählt in einer Art von Demokratur und rotierende Diktatur, wo alle zur Auswahl stehende Politiker reine Sar und Pharaonenadligen sind, die eben deshalb so ein persönliches Glück ausstrahlen, wenn sie gewählt worden sind, weil sie ja König und Pharao für 4 Jahre sein dürfen. Demokratie heißt zynisch, dass das Volk regiert. Eben darum gibt es die Bilderberger, ein internes, alles überwachendes Dachorgan, was es unter anderen Namen schon seit die Zeit der Könige gibt, um die internen Probleme unter den Pharaonen selber zu regeln. Probleme wie Nachfolge und Weltherrschaft. Letztes nennen sie mit einem euphemistischen Ausdruck Globalisierung. Ein sanfter Ausdruck für Weltherrschaft auf Pharaonisch. Also hat man ein neues System vorgeschlagen und nannte es die neue Weltordnung. Ausgeführt in einem Freimaurersystem, in dem jeder von denen den König für eine Periode von 4, 5 oder 7 Jahren werden könnte. Aber wen lassen wir denn wählen? Fragte ein Mitglied. Ach, lassen wir doch das Volk wählen, sagte ein anderer. Weil die sind so dumm und dämlich und werden niemals etwas verstehen. Und gleichzeitig vermitteln wir das Volk, dass das Volk regiert. Damit sind sie zufrieden und halten wir sie in Ruhe.
Aber die Demokratie ist nicht für das Volk, aber für unsere Herrscher, damit sie sich demokratisch wählen lassen können. Und sobald sie gewählt worden sind, machen sie sowieso, was sie wollen. Also gibt es keine Selbstbestimmung vom Volk und hat es auch nie gegeben. Und ebenso wurde die Demokratie aus dem Adel geboren. Ein neues Feudalsystem, fein getarnt auf Gentleman-Art. Und regieren in einem Organ, was sie Parlament nannten, was etymologisch aus dem französischen parler und mentir für Parlement stammt, was so gut wie reden und lügen heißt. Und wenn es eine neue Weltordnung gibt, dann muss es da logischerweise eine alte Weltordnung an vorangegangen sein, sonst gäbe es ja keine neue. Und was ist denn genau diese alte Weltordnung? Naja, klar, das ist das alte Feudalsystem der Könige, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen. Mit dem System des Erstgeborenen, Primogenitura. Und aus den Templern und ihrer Basis, die Schweiz, wurde also die Freimaurerei geboren, mit ihrer neuen Weltordnung als Folge. Ihre internen Kriege mit der alten Weltordnung und die Verfolgung des Franzosenkönigs Philipp den Schönen, der seinen Thron nicht abgeben wollte. Darum gab es die Templer der neuen Weltordnung mit ihren Schweizer Söldner in der Bastille, die in Paris französischen Bürger folterten und das Volk terrorisierten durch Hunger und Verfolgung, um die Revolution zu provozieren, damit das Volk aufsteht gegen den Monarch und das Ende der alten Weltordnung zu erreichen. So passierte es in 1789. Der König verlor seinen Kopf und die Königin ebenfalls. Zwei Köpfe im Korb. Genau das Gleiche passierte in Russland hunderte Jahre später mit der Zarenfamilie. Revolution war nicht vom Volk, aber ein Transit oder Übergang von der alten Weltordnung zu der neuen Weltordnung. Und die Devise wurde Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Liberté, Fraternité, Égalité. Nicht für uns das Volk, weil wir sind noch immer Sklaven, aber für unseren Feudalherrn. Brüderlichkeit, um den Streit unter den Königssöhnen zu beenden. Gleichheit, damit der Erstgeborene Primogenitura nicht mehr Rechte hat als die anderen. Und Freiheit, damit alle Brüder und Königssöhne die Freiheit haben, den König für 4 Jahre zu wählen. Und darum sind Freimaurerloge bis immer noch Brüderbünde oder Fraternité Fraternitus. Die sagen, dass ein Hund kein Vogel ist und eine Frau kein Mensch. Und direkt nach der Französischen Revolution kam Freimaurer Napoleon mit dem rechten Hand unter der Jacke, mit der Ausführung oder Exekutive und schaffte den ganzen Adel ab. Nur als Ablenkungsmanöver, damit sie abtauchen würden ins Meer der Völker. Und so kam es, dass die Templer allmählich die französische Gesellschaft unterwanderten und infiltrierten mit Hilfe von Schweizer Söldnern unter Templerbefehl und jetzt auf den höchsten Schlüsselpositionen Frankreichs und Deutschlands. Mit dem Schweizer Manuel Valls als Ministerpräsident Frankreichs, die Marine Le Pen als Präsident wollen, die wie die deutsche NPD die Schweiz öffentlich als Modell bevorzugt und sogar in französischen Zeitschriften sich mit einer Schweizer Fahne exponiert. Nicht schlecht für eine Nationalistin, um sich mit einer Fahne einer Fremdnation zu identifizieren. Schaut dafür all meine englischen Filme auf meinen YouTube-Kanälen Cure und Hatzefratz, wo alle Beweise sind. Und denken wir nochmals an die Schweizer Garde des Vatikans und ihre blutige Geschichte. Gemetzlern, Wehrlosen. Ja, das können die Schweizer gut. Deshalb wurde ebenso die französische Fremdenlegion von den Schweizern gegründet, mit Kommandant, ein Schweizer Oberst von Stoffel und unter dem Franzosenkönig Louis-Philippe, der die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz verbracht hat.
Genauso wie Mussolini, Lenin, Marshal Pétain, Rudolf Hess, Mengele und so weiter. Alle haben sie in der Schweiz gewohnt. Das Symbol der pharaonischen Königswürde ist der Löwe oder der Sphinx. Und eben darum wird ein adliges Wappen immer von Löwen auf jeder Seite gehalten oder am Eingang des Schlosses. Aber es hat niemals Löwen gehabt in Europa. Das bedeutet also, dass in Deutschland immer eine Fremdmacht regiert hat. Weil wir in Europa haben wir Wölfe und Bären und keine Löwen. Und wie wusste der Adlige im Mittelalter überhaupt von der Existenz eines Löwen, während der Durchschnittsdeutsche nicht mal wusste, was hinter dem nächsten Hügel am Ende des Tals passierte? So habe ich sogar in Europa mittelalterlichen Schlösser gefilmt mit riesen Obelisken, das Symbol der pharaonischen Domination im Hintergarten, wie beim Weißen Haus. Wie wussten die überhaupt, was ein Obelisk war im tiefen Mittelalter, wenn nicht der gesamte Adel von den Pharaonen abstammt? Und wenn ich Ari wie in Aristokratie oder die Arier ins Demotischen und geschriebene Sprache der Pharaonen übersetze, dann bedeutet A groß oder schwanger. Und wenn eine Frau schwanger ist, dann ist das ziemlich groß. Und Ri ist die Sonne, so wie der Sonnengott Ra oder Re. Also bedeutet A, Ri, schwanger, Sonne. Dass sie da oben geboren sind, diesen Pharaonen, Sonnenanbeter. Dass sie aus dem Himmel runtergestiegen sind und nicht von hier sind. Und wenn man die Komplexität ihrer Werke sowie die Pyramiden ansieht, ihrer Wissenschaft und die schlaue Art, die Menschheit zu regieren, dann möge es klar sein, warum sie sich als die Herrenrasse, die über uns stehen, bezeichnen, wo Aristokratie und die Arier nach der Pharaonensprache genau die gleichen sind. Meine muslimische Brüder, Christen, Deutschnationalisten und RAF-Generation, der Feind ist nicht die Juden, so wie die Schweizer Templer-Nazis uns das glauben lassen wollen. Aber der Feind Deutschlands sind die Pharaonen und der Pharaonenadel mit ihrem Hauptsitz, die Schweiz, der Nazi-Templer. Und es ist Pharao als Übel und Geisel der Menschheit gezeichnet und in dem Koran, in der Bibel und in der Tora als Inkarnation des Bösen überhaupt beschrieben. Und Pharao wird die Muslime Europas in Konzentrationslagern stecken, so wie die Schweizer das mit den Juden getan haben während dem Zweiten Weltkrieg. Schaut doch die Geschichte Europas an und wer immer regiert hat. Das waren doch immer die Typen in ihren Schlössern mit Rittern und Folterkammern und nicht irgendwelche Juden, die etwa wie die da in Jerusalem mit ihren Köpfen immer gegen die Mauern irgendwelcher europäischen Schlössern geklopft haben sollen, so wie sie das nun mal gerne machen am Wochenende oder so. Nehmen wir nun einen Typen, wer der Sarkozy, ehemaliger Präsident von Frankreich, der mutterseits Jude ist, durch seine Mutter Andrei Malla, eine griechische Jüdin. Okay, ziemlich klarer Fall nach dem Judengesetz. Mutter Jude, also Jude. Aber so einfach ist es nicht, weil Sarkozy auch adlig ist, vaterlicherseits, aus einem ungarischen Königsgeschlecht sogar, mit echtem adligen Wappen gehalten von zwei Löwen und so. Also was soll er nun zuerst sein, Jude oder Aristokrat? Naja, ein Adliger natürlich. Und Juden haben ja auch Könige, wie König David oder König Salomon, genau wie wir. Es käme gleich den Prinz Charles zu fragen, ob er Engländer oder Aristokrat zuerst sei. Er würde die Frage natürlich umgehen und bloß denken, ja, die Fragen werden immer bescheuerter. Engländer, das ist das Volk, die spielen ja Fußball. Und das ist mir alles ja so fern. Und so ist es auch für diesen Sarkozy. Er ist erstmal ein Adliger und lange, lange Zeit danach Jude. Und lange, lange Zeit danach Franzose. Ohne einen einzigen Tropfen Franzosenblut. Und darum hat Sarkozy das Teil Sar
in seinen Namen. Das ist erstmal eine Abkürzung für Sonaltes Royal, was ihre königliche Hoheit bedeutet und was der offizielle Titel von einem Prinz Charles ist. Sar. Dazu bedeutet Sar einen König in der demotischen Pharaonensprache, wie bei einem Sarkophag, was eine Kiste ist, um den König reinzustecken, wenn er tot ist. Die Königskiste sozusagen. Wo etymologisch das deutsche Wort Sarg herkommt, vom Sarkophage. Oder wie in Caesar, der König von Rom, wo das deutsche Wort Kaiser herkommt. Dann gibt es noch der Zar oder Zar Russlands. Nebukadnezar, der König von Babylon, die britische Königsdynastie Windsor und Sarkozy, der König von Frankreich, für 7 oder 5 Jahre. Das sind alles Sars oder Pharaonenkönige, von wo auch die Wörter Sire oder Sir, Yes, Sir, No, Sir, Sir Winston Churchill herkommen. Und diese globale Elite legt ohne Ausnahme ihr Geld und Steuerhinterziehung in ihrem rot-weißen Basis des Vereinigten Königreichs der Pharaonen, die Schweiz, sowie 80 Milliarden französischen Euro jährlich und 100 Milliarden deutsche Euro, die also jährlich in der Schweiz landen, weil der Adel noch nie die Geschichte hindurch Steuer bezahlt hat. Aber sie sind es, die überhaupt Steuer erfunden haben, damit sie auf dem Rücken des am verhungernden Volkes parasitieren konnten, während sie am Hof im Schloss gefestet haben, mit unseren Frauen zusammengesteuerten Fress- und Saufwaren, und all das dauert bis heute an, möglich gemacht durch ihre Basis der finanziellen Weltelite in den Alpen. Und als im Oktober 2010 der junge Österreicher Wolfgang Umvogel Bankdaten an Deutschland verkaufen wollte, mit Namen und Beträgen angehenden die Steuerhinterziehung in die Schweiz, verhaftete der Schweizer Geheimdienst des Oktogon ihn, und in nur 2 Wochen Zeit wurde den jungen Österreicher von den Schweizern geselbstmordet. Im Folterzentrum des Hochsicherheitsgefängnisses für ungewünschten Einwanderer, das berüchtigte Amthaus Bern. Also kontaktierte ich Sean Ross, die größte österreichische Zeitung, die Kronenzeitung, und half sie, einen Artikel darüber zu schreiben, was sie denn auch veröffentlichten. Und es kam in der Zeitung, dass der junge Mann geselbstmordet wurde, nachdem er mit Code O2T, Sauerstoffentzug, schwer gefoltert wurde. Und als die zu 100% korrupte und faschistische Schweizer Behörden das lasen und obendrauf noch meinen Namen darin, schickte mich das Oktogon eine Antiterroreinheit, um mich mit Großaufgebot zu verhaften und mich und meine Familie auf Mafia-Art und Weise zu intimidieren. Die Verhaftung wurde veröffentlicht in der größten Schweizer Zeitung, Die Blick, was ich danach gefilmt und hochgeladen habe auf YouTube. Danach bekam ich Morddrohungen von Schweizer Polizisten, die mich geschlagen haben und dauernd verhaften, um dann Sachen zusammenzulügen, um mich zu verkriminalisieren und mundtot zu machen. Und ich habe Zeugen und Videoaufnahmen davon. Aber statt denen und die offensichtliche Beweislage hat das Schweizer Faschistengericht mich einfach verboten, auf YouTube über den Schweizer Terror zu berichten. Was ich mich geweigert habe, weil alles, was ich veröffentliche, ist die Wahrheit. Und man kann immer noch auf YouTube sehen, wie korrupte Schweizer Polizisten mich schlagen und meine Familie bedrohen. Und eben alles ist unter den amerikanischen Gesetzen des First Amendment veröffentlicht worden, außerhalb der Gerichtsbarkeit der Schweizer Justiz, die da per Gesetz nichts über zu verurteilen und urteilen haben, über was ich mich unter amerikanischen Gesetzen äußere. Das Schweizer korrupte Nazigericht droht mich jetzt unter Androhung von weiteren Strafmaßnahmen, wenn ich die Namen der gewalttätigen Schweizer Polizisten weiter nenne. Aber in meinen anderen Filmen sind sie schon noch zu sehen.
Danach traute ich mich seit 4 langen Jahren nicht mehr alleine aus dem Haus und blieb manchmal monatelang am Stück drin, bis wieder ein Großaufgebot mich vor meinen Kindern am 16. Juli 2015 entführten, gegen ein Lösegeld von 20.000 Schweizer Franken oder mehrere Jahre im Knast. Da blieb ich dann 3,5 Monate in diversen Hochsicherheitsgefängnissen, verlor mehr als 30 Kilo, bis meine Frau den Rest des Lösegeldes überführen konnte. Wolfgang war tot, aber ich lebte noch. Heute erleben wir europaweit eine gefährliche Tendenz, dass Nazi-Organisationen wie NPD, SVP oder die Front National nach Schweizer Muster ihre Mitglieder dazu aufrufen, bei der Polizei in die Armee zu gehen. Oder für Burschenschaften, die Justiz, und in der Schweiz sind wir schon längst wieder in 1933 angelandet. Für all diese organisierten Schweizer Verbrechen gegen mich und meine Familie, Schweizer Verbrechen gegen Deutschland und Österreich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und diesen unbeschreiblichen Verbrechen gegen das jüdische Volk, durch den Holocaust organisiert von diesen Schweizern, möchte ich Anzeige erstatten. Und über alles, was ich hier rede, habe ich Dokumentars auf meinen YouTube-Kanälen Cure und Hatzefatz. Sowie den Mord an den französischen Minister Robert Boulin von Octogon, von Schweizer Nazitempler, organisiert worden. Über die Vergiftigung des ganzen französischen Dorfes Le Pont Saint-Esprit mit mehreren Toten, damit die Schweizer besser ihre LSD an die CIA verkaufen konnten, mit CIA-Direktor Alan Dulles und J. Edgar Hoover, der FBI, beide von Schweizer Ursprung. Hoovers richtiger Name war Huber, und genauso hat Octogon Deutschland infiltriert. Die US-Präsidenten Eisenhower und Herbert Hoover, wahrer Name Huber, alle Schweizer. Und sogar Obama hat Schweizer Wurzeln aus Ried, Kerzers, Kanton Bern. Erich Honecker, Original mit Doppel-G wie Egger, geschrieben. Dieser kriminellen DDR-Präsident war auch Schweizer, aus der saarländischen Schweiz. Und auch Donald Trumps Vorfahren kommen aus dem Saarland, aus Hallstatt, auf Englisch die Palatines genannt, wo Schweizer nach dem Dreißigjährigen Krieg ins entvölkerte Deutschland zogen. Und als der Schweizer Herbert Hoover in 1929 US-Präsident wurde, provozierten die Schweizer sofort danach, einige Monate später, den amerikanischen Börsenkrach an der Wall Street, um die Sparnisse einfacher amerikanischen Bürger stellen zu können. Und speziell für diese Gelegenheit braucht es eine Zentralbank aller Zentralbanken der Welt, um die Beute über den amerikanischen Zentralbank, die Federal Reserve, nach Europa zu transferieren, um damit Hitlers Kriegsindustrie zu finanzieren. Also gründen die Schweizer den BIZ oder Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Ganz praktisch, gerade neben dem Basler Bahnhof. Und Hjalmar Schacht, Hitlers Banker, 33. Grad Freimaurer und ein Adliger, wurde der Direktor. Und nur so lässt sich den unmöglich raschen Aufstieg und die Finanzierung der Nazi-Kriegsmaschinerie erklären. Gerade nach einer schlimmen und langen wirtschaftlichen Depression. Hitler war schon ab 1923 in der Schweiz, wo der Schweizer General Ulrich Wille, Unzweig des deutschen Hochadels von Bismarck, ihn in Zürich einlud und finanzierte. Über Rudolf Hess, den zweiten Mann des Dritten Reiches, der an der ETH Zürich studierte. Hess war sogar in Ägypten geboren. Also das hier ist ein sehr seltenes Foto vom Adolf in der Schweiz. Mit hier Schweizer Polizist, Schweizer Armee. Hier ist da, der Typ hat hier eine Pistole da in der Tasche. Hitler in der Schweiz. Ein sehr seltenes Foto, was sie eigentlich da geheim hatten lassen wollen.
Und die Schweizer des Oktogon, der Nazi-Templer, haben sie finanziert, unter Bedingung, alle Juden Europas umzubringen und Deutschland zu zerstören. Aus zwei Hauptgründen sollten die Juden sterben. Erstens, weil sie eine Patriarchalgesellschaft formten. Und zweitens, weil sie eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft formten, außerhalb Kontrolle des Pharaonenadels. Darum schrieb der Schweizer Agent Adolf Hitler in Mein Kampf, dass die Juden den Ersten Weltkrieg finanziell organisiert hatten. Eine dumme Lüge, weil jeder nachvollziehen kann, dass der gesamte Hochadel uns in den Krieg zwang. Kaiser Wilhelm zog eine Uniform an und setzte einen Pickelhelm auf und sagte: Jetzt ist Krieg und wer verweigert, wird erschossen. Der Kaiser von Österreich, die Könige von Italien und England und die Zaren taten all das Gleiche, zogen sich eine Uniform an und zwangen das Volk zum großen Sterben. Es tut mir leid, kein Jude kam darin vor als Ursache. Es war der Adel so wie immer und darum hatte Hitler immer ein Gemälde von Kaiser Friedrich der Große oder der Schwuler Fritz bei sich und war obsediert von der Pharaonin Nefertite, beide seine Vorfahren, so wie Führer, wie Pharao klingt. Offiziell gibt es jetzt 100.000 Adlige in Deutschland mit Millionen von Nachfahren auf allen Schlüsselpositionen. Und darum gab es den Reichstagsbrand, weil Hitler in Potsdam und Kaisersitz Schloss Sanssouci vor dem Obelisk und Garnisonskirche vereidigt werden sollte. Hier sieht man den Obelisk. Verfolgend setzten die Schweizer ihre Männer in allen Führungspositionen der Nazi-Diktatur, sowie der Reichsgesundheitsminister im Dritten Reich, der SS-Obergruppenführer, also ein General, der Dr. Leonardo Conti mit als Spitzenname der Schweizer Sadist, weil er hinter dem Tiergarten 4-Programm stand und an etwa eine halbe Million Menschen medizinische Versuche durchgeführt hat. Und er war in dem Tessin Schweiz geboren, sowie die Familie mütterlicherseits vom Ministerpräsident von Frankreich, Manuel Valls. Schweizer Gesundheitsminister im Reich waren also der direkte Vorgesetzte von dem berüchtigten Auschwitz-Lagerarzt Dr. Josef Mengele, der selber ein ethnischer Schweizer war und nach dem Krieg unter Schutz der Schweizer Behörden in der Schwimmbadstraße 9 in Kloten, Zürich lebte und jährlich mit seinem Sohn Rolf in Engelsberg, also er der Todesengel von Auschwitz, Skifahren ging, weil Sohn Rolf im reichsten Internat der Welt in Montreux, Schweiz, studierte. In dieser Zeit war Mengele direkt beteiligt bei der Zwangssterilisierung von 40.000 Zigeunerfrauen in den Nachkriegsjahren in der Schweiz. Es war ja Mengeles Originalaufgabe in Auschwitz, die Zigeunerfrauen und sie durch Röntgenstrahlung und andere Experimente zu sterilisieren, bevor er bei den Judenkindern bekannt wurde. Und nach dem Krieg gab der Polizeihauptkommissar von Bern, der Dr. Heinrich Rothmund, all diese Schweizer Nazi-Kriegsverbrecher einen Schweizer Roten Kreuzpass, um nach Argentinien auszureisen, sowie Klaus Barbie, der Gestapo-Kommandant von Lyon, auch der Metzger von Lyon genannt, und der dabei war, in Bolivien den Che Guevara zu foltern und ins Jenseits zu helfen. Natürlich Adolf Eichmann und noch Zehntausende andere Schweizer Nazi-Templer. Der SS-Standartenführer, also Oberst Karl Jäger, geboren in Schaffhausen, Schweiz, war der Kopf der Einsatzgruppen, die wie eine Welle nach der Kriegsmaschinerie der Wehrmacht und Luftwaffe sich der Zivilbevölkerung Russlands erledigte. Und wie ein richtiger Schweizer Banker hat er alles genau aufgeschrieben in dem berüchtigten Rapport Jäger, wie sie manuell in den Sandgruben 400.000 Juden liquidierten, worunter 32.000 Kinder. Alles noch Handwerk. 1941 finanzierte die Schweiz Operation Barbarossa und den Völkermord mit damaligen 1 Milliarde Schweizer Franken.
Und auch Holocaust-Züge von Italien nach Deutschland gingen durch die Schweiz. Und darum nennen die Schweizer und Schweizerinnen Deutschland heute noch das große Kanton. Der Grund dafür, dass Hitler am 23. Februar 1937 die Schweizer Neutralität garantierte. Und dass es im Militärlogo der Wehrmacht des großen Kantons ein teutonisches Kreuz des Deutsch-Ritter-Orden in einem Schweizer Kreuz gibt. Und beide stammen aus den Templern. Sowohl Schweiz als der teutonische Ritter. Hier sieht man das. Ein Schweizer Kreuz weiß hier und ein teutonisches Kreuz drin. Für die Nazis Polen reinzufallen statt die Schweiz, käme gleich neben den Zentralbank zu wohnen und den Dönerladen stattdessen nebendran zu überfallen. Was wiederum in Echtzeit und Neuzeit erledigt worden ist, durch den nationalsozialistischen Untergrund, und zwar mit Schweizer Spezialwaffen. Es sollte auch allgemein bekannt sein, wie deutsche Neonazis aktuell in der Schweiz ungestört Waffentraining absolvieren. Die superschlaue Schweizer sagen immer, dass sie aus Angst so handeln mussten und die Schweizer Festung mit Kanonen in den Bergen uneinnehmbar war. Nur lebt etwa 95% der Schweizer Bevölkerung in Flachlandstädten und hatten nur 50 Schweizer Panzer im Krieg. Gegen 27.000 deutsche Panzer. Hier steht es da. 27 Panzer da. Und nur 450.000 Schweizer Soldaten gegen 18 Millionen deutsche Soldaten. Man hätte die paar Schweizer in den Bergen mit ihren vergrabenen Kanonen einfach da lassen können. Irgendwann wären sie dann selber wieder runtergekommen. Hitler soll mal gesagt haben, wenn ich will, dann nehme ich die Schweiz mit der Konstanzer Feuerwehr.